Am Samstag feierten die Tinnumer und ihre Gäste das große jährliche Dorffest auf der Festwiese am Gewerbegebiet. Pünktlich um 15 Uhr begann bei sommerlichem, tollem Wetter das bunte Treiben. Der Nachmittag gehörte den Kindern, die zahlreich mit ihren Eltern zur Festwiese kamen. Die Freiwillige Feuerwehr Tinnum und viele Helfer, auch der anderen Sylter Wehren, waren im Großeinsatz. An etlichen tollen Spielstationen gab es jede Menge Attraktionen für die Jüngsten. Für das leibliche Wohl war mit Kaffee und Kuchen und diversen anderen Leckereien bestens gesorgt. Höhepunkt für die Kinder war eine Ausfahrt mit dem Trecker und natürlich die Rundfahrt im Feuerwehrauto. Lars von der Eichsumer Wehr kutschierte die Kids mit Tatütata durchs Gewerbegebiet. Um 18 Uhr gab es noch eine Kinderdisco und am Abend durften dann endlich die Großen feiern.